So, ihr Lieben, erst in den letzten Videos bin ich ja extrem darauf eingegangen, dass ich der Meinung bin, man sollte nicht so voreingenommen an den neuen Jurassic-Film rangehen, denn wir haben bis zur Aufnahme dieses Videos hier noch nicht mal einen allerersten Trailer zu Jurassic World Rebirth gesehen und trotz allem schreiben schon sehr viele Leute, no, der Film wird bestimmt floppen. Ich habe das Ganze ja so ein bisschen als deutsches Phänomen abgetan, dabei bleibe ich auch. Außerdem wurde dann aber mir von euch geschrieben, ich müsste doch eigentlich gar nicht so große Töne spucken. Ich habe doch Jurassic World Dominion auch von Anfang an schlecht geredet. Und ich habe mir dann gedacht, das stimmt so gar nicht. Und Gott sei Dank habe ich zu dem Zeitpunkt aber auch schon YouTube gemacht. Deswegen dachte ich mir, wir können ja mal kurz da reinschauen, wie ich damals über die ersten beiden Trailer gedacht habe und gucken, ob ich wirklich negativ voreingenommen war. Checken wir das Ganze einfach mal aus. Viel Spaß mit dem Video. Bei Minuten 51 Sekunden. Stolz. Das ist Stolz. Loni. Ich dachte am 11. Okay. Kann sein, dass er bei uns einen Tag später rauskommt. Ja, lasst uns darüber quatschen. Ich bin gehypt. Ich bin total drin. Aber ich muss sagen, wenn ich mein Fanboy-Kostüm so ein bisschen abschüttel, habe ich auch hier und da kleine Schwierigkeiten mit dem Trailer. Ich muss es ganz ehrlich ehrlicherweise ansprechen. Wirklich, ich freue mich tierisch auf den Film. Definitiv, ich liebe Jurassic Park. Jurassic World 1 fand ich okay, Jurassic World 2, na, das sieht jetzt schon wieder wesentlich besser aus. Bei Jurassic World 2 habe ich den Trailer schon nicht gemocht. Das sieht gut aus. Von dem, was sie erzählen. Ich meckere nicht oft über CGI, weil ich meine, wir haben heutzutage echt gutes CGI. Als wir die Werbespots gesehen haben zu den Olympischen Spielen, da habe ich mir gedacht, okay, ja, die Saurier sehen jetzt hier einfach nicht ganz so gut aus, weil die Effekte eben nicht fertig sind, beziehungsweise weil es eben nur für einen TV-Spot ist für die Olympischen Spiele. Leider sieht das hier noch genauso aus wie in den Spots. Practical Effects haben sie versprochen, aber laut Trailer nicht abgeliefert, so wie ich das jetzt sehe hier. Wie gesagt, das ist Gemecker auf ganz hohem Niveau. Es ist aber einfach schade. Und der liebe Yves hat das mal ganz schön erläutert, warum das so komisch aussieht. Vom Moviepilot, der liebe Yves, der hat gesagt, dass die Saurier sehen immer besser aus, wenn es dunkel ist. Das hat Jurassic Park damals ganz gut gemacht. Die haben damit Licht sehr viel gespielt und haben eben das CGI gut kaschieren können. Deswegen sieht Jurassic Park 1 auch heute noch so gut aus. Das siehst du hier perfekt. Wenn ich mir jetzt die Saurier anschaue, hier haben wir mal ein schönes Bild, wo sie stehen. Da ist doch das von Chris Pratt gleich. Das hier. Na, super schönes Bild, super schöner Shot auf jeden Fall. Hier geht's tatsächlich. Oh, hier muss ich sogar ganz kurz sagen, ist das jetzt CGI oder ist das ein Animatronic? Das, gut. Ja, nehmen wir halt mal wieder das Bild hier. Das ist CGI und das sieht man. Der perfekte Kontrast dazu wurde im Trailer gezeigt, als wir den T-Rex gesehen haben. Und zwar hier. Das sieht wesentlich besser aus als das CGI davor. Und ja. Ja. Man hat sich jetzt wohl dazu entschieden, die Geschichte hauptsächlich im Schnee abspielen zu lassen. Zumindest der Trailer ist sehr viel im Schnee. Kann auch einfach sein, dass man hier mal einfach zeigen will, so kann das Ganze aussehen, wenn die Saurier sich eben im Schnee bewegen. Und das ist schon von der Szeniastik her, ist das schon echt cool. Ich mache das gerade mal ein bisschen leiser geworden. Ja, ich habe es jetzt schon tausendmal gesagt, auch in meinen anderen Videos. Ich hoffe, sie gehen einfach jetzt mehr auf Maisie ein, weil sie einfach ein Klon ist. Und das sollte man vielleicht mal thematisieren und nicht einfach nur ganz kurz droppen. Übrigens, bist du der Klon von deiner eigenen Mutter? Und dann Cut. Ah, da drüben sind übrigens Dinosaurier. Jurassic World hat es oft versemmelt.
tiefgründig auf Themen einzugehen. Im ersten Teil haben wir einen Saurier erschaffen, im ersten Jurassic World Film haben wir einen Dinosaurier erschaffen, den es so nie gegeben hat. Das heißt, wir können jetzt Leben aus dem Nichts erschaffen. Ja, wird so gut wie gar nicht drauf eingegangen. In Jurassic World 2 haben wir auf einmal menschliche Klone. Scheißegal, ist ja ein Saurierfilm. Cut zu den Dinosauriern rüber. Ich verstehe es, dass man die Saurier zeigen will. Dass keiner geht in Jurassic World rein, weil er sich denkt, ich will jetzt mal irgendwie keine Ahnung was sehen. Du gehst da rein, um die Saurier zu sehen. Aber dann drop halt sowas nicht. Dann kannst du nicht einfach sagen, da ist jetzt ein Klon und dann wird das aber nicht erklärt. Das ist doof. Deswegen bitte erklärt mir das jetzt hier. Ich weiß nicht, wie lange der Film gehen soll. Ich könnte mir vorstellen, dass er sogar der längste Film der Reihe wird. Als Abschluss vorerst, bis es dann irgendwann weitergeht. Ja. Ja, so sage ich jetzt nichts. Das ist, für mich ist das cool. Da muss ich aber auch nur an eine Filmkritik denken, wo gesagt wurde, dass die Menschen immer noch so erstaunt sind, wenn Dinosaurier vor einem stehen. Das ist ja so unrealistisch. Ich denke mir, so ein Schwachsinn, Mann. Das ist so ein Schwachsinn, weil ich wette mit dir, wenn ein Nashorn vor dir stehen würde, wärst du auch erstmal baff. Und so sind die halt einfach auch baff, obwohl die in einer Welt leben, wo es schon Saurier gibt, die anscheinend aber auch schon länger frei sind. Das heißt, diese Überpopulation der Saurier existiert nicht nur, weil die Dinosaurier in Teil 2 entkommen sind, sondern weil die sich fortgepflanzt haben. Also schon, weil sie entkommen sind, ja. Aber das waren ja viel zu wenige. Sondern die scheinen sich fortgepflanzt und weiterentwickelt zu haben. Das ist sehr interessant. Ja, es sieht aus wie ein Werbespot, oder? Wenn jetzt hier so eine Red Bull-Dose stehen würde, jetzt seht ihr es nicht, weil mein Kopf im Weg ist, wenn jetzt hier eine Red Bull-Dose stehen würde, würde das keinem auffallen. Ah ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, wie gesagt, das ist Gemecker auf hohem Niveau, alles gut. Okay, es scheint auch so zu sein, dass Chris Pratt und, ach, wie hieß er, Owen und Claire irgendwie Maisie adoptiert haben oder sie haben sie zumindest bei sich aufgenommen, schätze ich mal, dass das so sein wird. Und Blue scheint auch zurückzukommen zu Owen. Also das sieht so aus, als würde Blue hier einfach auftauchen. Ja. Das wird zu wirklich schönen Szenen kommen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es Blue tatsächlich trifft im Film. Dass das eine sehr dramatische Szene. Ich frage mich, wie die beiden jetzt zusammen zueinander stehen. Anscheinend haben sie sich ewig lang nicht mehr gesehen. In Teil 3 war Ellie noch mit einem anderen Typen verheiratet oder zumindest zusammen, hatte auch ein Kind mit ihm gehabt. Ja, die Geschichte könnte jetzt weitergesponnen werden, beziehungsweise nochmal umgekippt werden, weil jeder wollte, dass Ellie und Alan zusammenkommen. Also, ich denke mal, das wird hier auch passieren. Es gibt sogar ein Set-Foto, wo die beiden sich küssen. Und da die beiden im echten Leben nicht zusammen sind, wird das wohl Teil des Films sein. Also Ellie sucht Alan auf. Sie rekrutiert ihn für irgendwas. Oder Schöne Bilder einfach. Das ist wirklich schön. Hier hat man auch wieder diese Lichteinstellung, dass das CGI nicht so auffällt. Und hier, das passt sich perfekt zu den Pferden an. Also das sieht super aus. So, die Dinosaurier mit den Pferden zusammen, dass man hier auch wirklich merkt, okay, die können unter uns leben. Das funktioniert. Und ich schätze mal, da wird der Film auch drauf hinauslaufen. Ich glaube nicht, dass wir am Ende ein Aussterben aller Saurier erleben werden. Ich glaube, der Film läuft darauf hinaus, dass wir einfach jetzt damit klarkommen müssen, mit dem, was wir verzapft haben. Wäre eine ziemlich coole Botschaft. Und ich schätze mal, das wird auch darauf hinauslaufen. Das hier ist ziemlich cool. Spielt auf der Isla Sorna oder Isla Nublar, ich bin mir nicht ganz sicher. Da gab es auch schon ein paar Setbilder davon. Ich finde das cool, dass die jetzt hier wirklich so Federn haben und sich anscheinend weiterentwickeln. Ja, Ian Malcolm, hoffentlich macht er diesmal mehr als einfach nur kluge Sprüche abzuschmettern. Over nature? Dr. Henry Wu sieht ein bisschen in Mitleidenschaft genommen aus. Fast schon, als wäre er gefangen genommen gewesen. Und hier, das wird die Schulter von Louis Dutchen sein. Den man aus dem ersten Film kennt. Denn Louis Dutchen ist der große Gegenspieler in Jurassic World 3.
or subordinate to it. Gut, da haben sie jetzt eine neue Raptorenart eingeführt. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Das sind auf jeden Fall keine Velociraptoren. Die heißen anders, weil man halt wieder böse Raptoren haben wollte, beziehungsweise gefährliche Raptoren. Nachdem man ja leider in den anderen Teilen die Raptoren sehr verniedlicht hat. Ja. Das sieht halt sehr futuristisch aus, ne? Was zum Teufel ist das? Könnte das die Anlage von, heißen die Syntec? Irgendwie sowas. Die Organisation von Louis Dutchson. Das Gegenstück von Ingen. Ich meine, die hießen Syntec oder sowas. Das könnte ein Labor von denen sein, was halt ziemlich krass wäre. Das wäre wirklich richtig krass. Saurier werden sie hier nicht einsperren. Das sieht aus wie Zimmer hier oben. Da überall die Lichter sind. Das sieht aus wie eine kleine Stadt schon fast. Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Was das ist, weiß ich nicht. Das sieht aus wie Heuschrecken. Ja, warum da Heuschrecken sind, keine Ahnung. Oder ist es irgendwas Prähistorisches? Prähistorische Rieseninsekten? Ich habe keine Ahnung. Wirkt auch ein bisschen befremdlich, weil das einfach aussieht wie so eine Mückenplage. Come back. Oder die werden aufgewirbelt von irgendwas. Kann das sein? Dass da vielleicht hier unser Giganotosaurus sich drin versteckt und deswegen die ganzen Viecher hochfliegen. Sowas könnte ich mir... Das sieht leider auch aus wie ein Werbespot. Es tut mir leid. Das hätte... Also, ich weiß nicht, warum das so komisch aussieht. Ich weiß es echt nicht. Wie gesagt, das ist ja, alles gut. Es sind so ein, zwei Szenen einfach, die da herausstechen. Und das ist eben so eine Szene, dass da jetzt... Ja. Zwei Allosaurier waren das gewesen, glaube ich. So, jetzt haben wir hier die Pteranodon-Szene. Massig Action, die hier abgeht. Das wollte ich mir gerade nochmal angucken. Jetzt wird es aber knapp. Bin zu langsam. Das hier. Ist nämlich nicht der Mosasaurus. Das sieht mir aus wie der Kiefer des Giganotosaurus. Und ich habe mir immer gedacht, ja, okay, der sieht gar nicht mal so gewaltig aus in der Preview. Weil er auch eben halt nur vorm T-Rex steht. Und da ist der Größenvergleich gar nicht mal so heftig gewesen. Da sieht man aber, doch, der ist schon anscheinend gigantisch. Ne? Der Giganotosaurus ist anscheinend gigantisch. Viel Action, okay, cool. Ja, hier, sowas will ich doch sehen. Sam Neill, Dr. Alan Grant und Owen Grady. Das ist doch wirklich, das ist so ein Fanservice, klar, logisch. Aber ich find's cool, ich mag das. Und die sollen auch hier wesentlich mehr zur Handlung beitragen, als zum Beispiel jetzt die alten Schauspieler in Star Wars Episode 7. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie den Dilophosaurus anscheinend wieder nicht in der Originalgröße zeigen. Denn der ist ja eigentlich wesentlich größer als ein Velociraptor sogar. Hier ist er wieder klein. Schade. Ich hätte gerne so einen richtigen, ausgewachsenen Dilophosaurus mal ganz gerne gesehen. Kriegen wir anscheinend nicht. Und da haben wir dann die ganze Truppe zusammen. Die Avengers des Jurassic Park-Universums. Wer sie ist, weiß ich leider gar nicht. Aber sie scheint eine Hauptrolle zu spielen im dritten Jurassic World. Bei Dr. Ian Malcolm habe ich mir am Anfang auch gedacht, weil Jeff Goldblum hat sich ja schon von seiner Art her sehr verändert im Laufe der Jahre. Hier sieht er wirklich wieder aus wie Ian Malcolm. So das Hemd so halb offen oben, ne, so ein bisschen Haut zeigen. Passt. Kaufe ich ihm auf jeden Fall ab. Ja. Don't move. Bigger. Why do they always have to go bigger? Das ist natürlich wieder eine, ja, weiß nicht. Man sieht den Originalcast aus dem ersten Jurassic Park und Dr. Ian Malcolm sagt, warum muss man alles immer größer aufziehen? Warum muss es immer größer werden? Ist schon ein kleiner Diss in Richtung Jurassic World, oder?
meine ich, dass man das schon so interpretieren könnte. Wird also eine richtig große Rolle spielen, in welchem Zusammenhang er jetzt da wirklich. Ich glaube, dass es mit dem mehr auf sich hat als einfach nur, da ist ein Riesensaurier, also Achtung. Ich glaube, möglicherweise hat er Lewis Dutchson irgendwie auch seine Finger mit im Spiel, ich weiß es nicht. Ich finde den Trailer total gut. Ich habe mich tierisch drauf gefreut. Und da ist dann eben die Chance auch sehr hoch, dass ich tierisch enttäuscht bin danach. War ich jetzt hier aber nicht. Hat mir alles sehr gut gefallen. Von der Grundstory weiß man noch nichts. Aber man kennt es, Hollywood. In den nächsten Monaten werden uns mit Sicherheit noch ein zweiter Trailer und 39 Clips, 54 TV-Spots ereilen. Und ja, dann können wir uns die Geschichte wieder nach und nach selbst zusammenpuzzeln. So wird das sehr wahrscheinlich ablaufen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hab tierisch Bock drauf. Und mein Jurassic Park Herz hat es schon geweckt. Und ich hoffe wirklich, dass der Film das verspricht, was der, das hält, was der Trailer mir verspricht. Nämlich ernste Konflikte, ein bisschen tiefgründige Gespräche vielleicht, dass man wie im Jurassic Park 1 die Szene im Restaurant, dass man da vielleicht auch mal ein paar Sachen hinterfragt, ein paar Ansätze aus Jurassic Park bringt und das Ganze einfach jetzt vernünftig abschließt. Also ja, das ist so meine Hoffnung. Und ich weiß, das Ganze ist kein Abschluss für generell Jurassic. Das Franchise geht natürlich weiter, aber es ist ein Abschluss für Jurassic World und für Jurassic Park. Hier werden zwei Trilogien abgeschlossen. Ich bin zuversichtlich. Tatsächlich. Macht es nicht. Ich hab's noch gesagt. Ich hab in meinem vorletzten Video noch gesagt, macht es nicht. Gebt uns keinen zweiten Trailer. Lasst das einfach alles so stehen, wie es jetzt ist. Ist doch cool. Jetzt haben wir einen zweiten Trailer bekommen von einer halben Stunde und ich hab trotzdem Bock drauf. Sogar in 4K. War der erste auch schon in 4K? Ist auch Bums. Wir machen jetzt gar nicht viele Worte um das Ganze. Wir schauen uns mal den zweiten Trailer jetzt an. Und da habe ich ganz seltsame Erwartungen dran. Auf der einen Seite hoffe ich, dass der Trailer uns nicht zu viel zeigt. Das Ganze soll immer noch ein Mystery-Thriller werden, hat Laura Dern gesagt, die Schauspielerin, die Dr. Ellie Sattler spielt. Deswegen möchte ich nicht, dass wir jetzt hier schon den großen Reveal bekommen. Aber ich möchte auf der anderen Seite doch, dass wir vielleicht ein bisschen mehr sehen. Und ich würde gerne einfach mal kurz Lewis Dutchson sehen. Ich hätte einfach mal Bock drauf, so mal gezeigt zu bekommen, wie er denn dargestellt wird in diesem Film. Ja, in Jurassic Park 1 war er ja nicht wirklich bedrohlich, da war er irgendwie mehr so der Dussel gewesen. Ich glaube, dass Campbell Scott den ganz anders spielen wird und sehr wahrscheinlich wesentlich interessanter und heftiger. Wir schauen da auf jeden Fall jetzt mal rein. Jurassic World Dominion Trailer 2 in 4K. Auf geht die Sause. Ich habe echt Gänsehaut gerade. Das sah aber unfassbar geil aus. Boah, sah das gut aus. Okay, wir quatschen da jetzt nochmal drüber. Lewis Dutchson haben wir weiterhin nicht gesehen. Keine Ahnung, ich befürchte inzwischen, dass er auch wirklich nicht so eine große Rolle haben wird. Wir haben jetzt aber was erfahren, was wir vorher auch noch nicht genau wussten. Es wird wohl, also der Sideplot wurde uns eben erklärt, oder nicht? Ich bin davon ausgegangen, dass der ganze Film sich darum dreht, dass die Menschen versuchen, die Dinosaurier einzufangen und da Kontrolle zu bekommen. Und dann ist der Sideplot eben, dass Biosyn irgendwas in der Hinterhand hat und irgendwas ganz Fieses plant. Jetzt haben wir aber hier erfahren, dass wohl, muss sagen, dass wirklich die, ist es CGI oder ist es eine animatronische Figur von diesem Raptor hier, diese Baby Blue Delta, keine Ahnung, wie sie heißt, das ist CGI, glaube ich. Aber das sieht doch verdammt geil aus. Generell, das CGI hier war nicht so matschig wie im ersten Trailer. Ich meine, es ist auch auf 4K, ja. Aber das, umso mehr Ansprüche hast du natürlich auch. Aber das sieht geil aus. Ja, auch hier, wo der Carnotaurus und was ist denn das andere, ein Allosaurus, in den Raum reinkommen, das sieht geil aus. Was ich hier aber nicht mag, ist diese Bewegung von Owen. Das ist dieses... Wehe, er schafft... Das ist eine Pose, das macht er immer. Ja, so, ich habe die Raptoren gezähmt, jetzt kann ich alles zähmen. Ja, mal gucken. Dann haben wir hier die neue Raptorenart. Das ist nicht der Pyroraptor. Ich vergesse als wie die Viecher. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt hier das erste Mal wirklich Waffensaurier sehen werden. Das heißt, sie haben ja nicht gelogen. Die Saurier gibt es ja wirklich. Ich habe inzwischen aber auch wirklich die Befürchtung, dass Lewis Dutchson auch den Giganotosaurus irgendwie fernsteuern kann. Und das bestätigt so ein bisschen meine Theorie, weil jetzt sehen wir hier, wie die Raptoren vor den Menschen stehen und die zielen halt so auf die, weil die Schiss haben und merken, okay, die greifen uns aber nicht an. Und ich glaube, es hat einen Grund, warum die nicht angreifen. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass man jetzt hier gerade, ich meine, das ist sogar ein Kriegsgebiet.
Wo sind wir denn hier gerade? Es könnte sogar im Irak sein oder irgendwas, wirklich als Waffen einzusetzen. Ja, es ist halt, also ich sage immer noch, das, was in Jurassic World passiert, ist eine logische Konsequenz zu dem, was in Jurassic Park passiert ist. Deswegen bin ich irgendwie cool damit. Die Umsetzung hat mir nur nicht gefallen in den ersten beiden Filmen. Hier, es sieht düster aus und actiongeladen. Ja, die Szene haben sie mir jetzt ein bisschen zu lang gezeigt, wo dann die Raptoren hinter Owen her sind. Es sieht trotzdem gut aus. Es sieht besser aus als im ersten Trailer. Ja, wir sehen jetzt auch mehr von unseren, vom alten Cast, von Ian Malcolm, Dr. Alan Grant und Dr. Ellie Sattler. Und wir sehen auch ganz kurz zum Schluss, wie Ian Malcolm sich vor den Giganotosaurus stellt mit so einer Fackel. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, theoretisch könnte er hier drauf gehen. Und das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, denn was viele von euch wahrscheinlich auch nicht wissen, Ian Malcolm sollte ursprünglich im ersten Teil sterben, weil... Michael Crichton hat mal gesagt, dass im Buch wird kurz erklärt, wie Ian Malcolm vom T-Rex wegrennt, das wir auch im Film später sehen. Und dann wird er aber, glaube ich, also man erfährt nicht wirklich, was mit ihm passiert ist, aber Michael Crichton hat gesagt, eigentlich sollte das der Tod von Ian Malcolm sein. Er sollte eigentlich nicht überleben. Und dann hat er ihn einfach wieder aus der Tasche geschüttelt, als er das zweite Buch geschrieben hat, weil er sich gedacht hat, ey, der wäre doch ein ganz cooler Protagonist für den zweiten Teil. Deswegen lebt Ian Malcolm. Aber eigentlich sollte er eben sterben im ersten Teil. Es hat für mich so ein bisschen Flashbacks an Han Solo, der ja eigentlich auch schon länger sterben sollte. Und das hat man dann eben nachträglich hinzugefügt. Mal gucken. Also man könnte jetzt wirklich sagen, man kann Angst haben um die Figuren. Und das macht es wesentlich interessanter. Ja, wir sehen weitere Landschaften. Unfassbar schöne Aufnahmen. Da finde ich auch ein bisschen, das war halt eine coole Dynamik hier im Trailer, dass man eben sieht, okay, Ian Malcolm hat ja so ein bisschen Ehrfurcht oder schon fast, kann man sagen, Hass den Sauriern gegenüber. Also er hat ja auch in Jurassic World 2 gesagt, ey, lass die einfach sterben, ich bin damit vollkommen cool. Und jetzt sieht man eben Owen hier im Kontrast, der ja so eine richtige Bindung zu den Raptoren hat. Und Owen verspricht anscheinend Baby Delta irgendwas und daraufhin sagt dann eben Ian Malcolm, hast du gerade einem Dinosaurier Versprechen gegeben? Das finde ich sehr sympathisch, dass man hier wirklich die Charakterdynamik weiter beibehält. Also man behält die Charakterisierung der Figuren behält man anscheinend bei, auch später, wo Dr. Alan Grant sagt, das ist der größte bisher entdeckte Carnivore und da merkst du, okay, das ist Dr. Alan Grant, der weiß sowas natürlich. Finde ich sehr geil. Es scheint also so zu sein, dass es wirklich keine Abziehbilder voneinander sein werden, der neue Cast und der alte Cast, sondern es werden wohl wirklich die Figuren miteinander agieren, mit ihrer Charakterisierung, wie wir sie eben auch vorher kennengelernt haben. Geil. Ja, der Giganotosaurus sieht geil aus, wenn man wirklich nah an dem Vieh dran ist. Ich habe mit dem Design so ein bisschen ein Problemchen getan, über das Thema mit mir diskutieren wollt. Das Design fällt einfach sehr auf, weil der Giganotosaurus einfach aussieht wie ein Monster. Der sieht nicht aus, als wäre er ein Saurier, wie... Also hätte man mir jetzt erzählt, hier, das ist der neue Genhybrid, entstanden aus dem Indominus Rex und Doomsday, würde ich sagen, ja, akzeptiere ich. Und das merkst du zum Beispiel auch, wenn du dir die ersten 5 Minuten mal anschaust von Jurassic World 3, wo man eben sieht, vor 65 Millionen Jahren, und da wirkt das alles sehr organisch, die Saurier, die passen in dieses Bild rein und dann taucht er irgendwann auf und dann merkst du, der fühlt sich da nicht so wirklich organisch an, der fühlt sich so ein bisschen... seltsam an. Und ich mache demnächst auch nochmal ein Video zum Thema Giganotosaurus und ich glaube, ich habe auch einen Grund gefunden, warum mich das persönlich so stört. Das Design von dem eben. Aber an sich, ey, ich finde wirklich, hier haben sie anscheinend einen perfekten Grat wieder mal geschafft zwischen Animatronik und CGI. Ich hoffe es wirklich. Ich bin von dem Trailer jetzt wirklich extrem überzeugt und extrem wirklich so hätte sein können, aber der Film scheint sich sehr an aktuelle Kenntnisse über Dinosaurier zu halten. Kann ich mir gut vorstellen. Warum soll er nicht schwimmen können? Das sieht schon ziemlich cool aus. Ich glaube, das werden so wirklich die Highlights werden. Der Pyroraptor, der Giganotosaurus und eventuell Louis Dutchson als nochmal fieser Bösewicht. Übrigens haben wir hier auch Henry Wu gehört, wie er gesagt hat, ey, wir haben einen schrecklichen Fehler gemacht. Und das habe ich auch prophezeit in meinem vorletzten Video, wo ich gesagt habe, ich wette mit euch, Dr. Henry Wu macht so einen Twist, der macht so einen Wandel mit. Weil ich habe letztens mit meiner Freundin nochmal Jurassic World 2 geschaut und auch da merkt man, dass er schon Sachen hinterfragt. Und auch was den Indoraptor angeht, ist er schon sehr am Zweifeln, ob das überhaupt richtig ist. Und ich glaube, Dr. Henry Wu könnte hier einen Heldentod sterben, dass er nochmal die Kurve irgendwie kriegt und vielleicht mithilft, den Giganotosaurus auszuschalten oder vielleicht sogar Louis Dutchson tötet. Ja, und dann haben wir jetzt eben hier die letzten Szenen noch. Ist der relativ locker und als der T-Rex aufwacht, macht der einfach so, mir geht's gut, das war mir alles zu lappig. Hier haben die jetzt wirklich wieder richtig Angst vor den Viechern und das sieht alles sehr geil aus. Und auch wieder schön düster. Ich habe lange überlegt, ob
der Kurzfilm Battle at Big Rock, ob der Teil dieser, des Films sein wird. Aber anscheinend ist das wirklich nur ein Kurzfilm und der wird hier bei keine Rolle spielen, was aber auch irgendwie Sinn macht. Jetzt haben wir ja schon die ersten 5 Minuten gesehen. Battle at Big Rock geht, glaube ich, auch nochmal so um die 5 oder 8 Minuten. Wäre dann vielleicht ein bisschen zu viel Material gewesen. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt wirklich on board. Ja, habe auch letztens mit dem lieben Yves vom Uipilot telefoniert und ich bin beim Livestream zum Thema Jurassic World Dominion in Berlin bei Moviepilot und werde da mit Sebastian und mit Yves über den Film sprechen. So viel kann ich jetzt hier schon mal ankündigen. Wir hatten uns auf den 16. Juni geeinigt, weil wir uns gedacht haben, okay, der Film kommt am 11. raus und dann können wir noch so eine Woche abwarten, dass auch wirklich jeder diesen Film gesehen hat oder die Chance bekommen hat, den Film zu sehen. Und dann wird dann der Livestream sehr wahrscheinlich am 16. kommen. Ich werde dann aber nur mal eine genaue Ankündigung machen, wenn das alles dann auch komplett feststeht, wann das Ganze passiert. Also ihr merkt, ich bin auf jeden Fall heiß auf den Film. Lasst mich jetzt eure Meinung wissen. Was denkt ihr zum Trailer? Ich werde mir jetzt auch nochmal auf Deutsch gleich angucken. Der ist jetzt aber noch nicht draußen, wie ich es hier sehe. Allein weil eben die Synchro-Stimmen, ne? Jurassic Park ist eben was in meiner Kindheit und da ist eben die Synchro ist bei mir sehr wichtig. Und ich finde es auch cool, dass die meisten alten Synchronstimmen wieder mit dabei sind. Wenn du jetzt meine Meinung zum ersten Trailer zu Jurassic World Dominion sehen willst, habe ich hier oben ein Video für dich. Und wenn du wissen willst, was ich denn genau vom Giganotosaurus halte, habe ich hier unten ein Video. Da kannst du dann gerne draufklicken. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.